Patch, was du bist euch und herzlich willkommen zu einer neuen Video von den Disney-Story Call of Duty Vanguard. Aber auf dem PC. Oh yeah, Leute, die Serie geht weiter. Und ja, ich habe mir Vanguard das zweite Mal geholt. Ich habe mir Vanguard das erste Mal für die PS5, also PS4 für PS5 geholt und jetzt nochmal für den PC. Aber ey, es war im Angebot. Günstige Spiele und Gutscheine könnt ihr bei Instant Gaming bestellen. Über den Link in der Videobeschreibung kannst du dir dein neues Spiel günstiger kaufen und mich dabei kostenlos unterstützen. Kuss geht raus. Ja, voll, ich habe mir gedacht, wie ist Call of Duty Vanguard auf dem PC? Wie fühlt sich das Spiel mit Maus und Tastatur? Diese Frage beantworte ich in diesem Video, beziehungsweise ich werde es erleben und ihr werdet es nur zuschauen. Also ihr werdet es nicht mitfühlen können. Außer ich spiele selber am PC, ne? Das macht auf jeden Fall Sinn. An die ganzen Klugscheißer da draußen, wenn man eine Maus und eine Tastatur an die PS5 anschließt, ist es nicht das Gleiche. Casablanca 24, obwohl Shiphouse, ein bisschen Action-Maction. Let's go! Ja, so möchte man gerne in eine Runde joinen. Das ist das erste Call of Duty Multiplayer-Spiel, Leute, seit 11 Jahren, dass ich an den PC zocke. Das, meine Freunde, ist fucking Premiere. Das einzige Spiel, was ich auf dem PC gezockt habe, war motherfucking MW3. Gut, und Black Ops 3 auf so einem schäbigen Laptop. Okay, es ist doch nicht das erste. Es ist das dritte. Alle guten Dinge sind 3. Alright, wir spielen Shiphouse. Und ihr müsst wissen, ich bin nicht eingespielt, aber mit meinen... Ja, es gibt kein Aim Assist auf dem PC, ne, also, hier brauche ich wirklich Skill. Panda hat mich gerade geholt, oh mein Gott. An all die meine Streams verfolgen, ihr checkt es. Ey, die Pandas verfolgen mich überall, holy motherfucking shit. Wirklich, Shiphouse ist jedes Mal ein Abfuck. Man kann hier so schnell viel Kills machen. Es macht wirklich ab und zu mal Spaß, wenn man auf so eine geile Streak ist. Oder, wie bin ich jetzt gestorben? Ah, mit der Shotgun. Let's go, Call of Duty. Ein sehr skillreichhaftes Game. War das richtig, skillhaftes Game? Ach so, Digga, sorry, Bus Despair. Sorry, Digga, TTVDE im Clantag. Sorry, Digga. War wieder meine Schuld. Meine Verteilung zu meinem Aim ist, Leute, dass ich das Spiel gestern gekauft habe. Okay, für euch ist es vorgestern. Ja, ich glaube vorgestern. Ich werde wirklich die Tage wirklich richtig viel Multiplayer... Ich werde den Multiplayer diesmal richtig suchen und wirklich versuchen, auf dem PC richtig krass zu werden, damit ich richtig schöne... So richtig schöne Clips habe. Wirklich so richtig leckere Clips, wo der... Wo der andere denkt, holy shit, oh mein Gott, das muss doch ein Hacker sein. Aber ich bin kein Hacker. Ich bin nur gut. Also das will ich erreichen. Mein Gott, schrei, Mädel, beruhig dich, schrei nicht so. Oh, neue Runde, neues Glück. 3, 2. Ah. 1. Oh, der Timer ist schon weg. Okay, pushy, pushy. Pushy, pushy. Okay, keine Ahnung, was das gerade war. Aber ich bin gestorben. Also, worauf ihr euch schon mal einstellen könnt, ist, dass die nächsten Tage. The Bad Boy 57 holt mich. Worauf ihr euch einstellen könnt, ist, dass die. The Bad Boy 57 holt mich. Worauf ihr euch einstellen könnt, Leute. Ist, dass die nächsten Tage das Gameplay beschissen sein wird und ich werde richtig reinscheißen. Gut, meine Gameplays waren nie wirklich gut und ich habe immer reingeschissen. Aber ey, diesmal sind sie noch schlimmer. Also wenn ich das sogar sage, dann hat es was zu bedeuten. Digga, diese PC-Lobbys sind so verdreckt. Holy shit. Ich gehe wieder auf die PS5 rüber. CL500, The Bad Boy 57. Also wie gesagt, Leute, ich werde durchsuchen das Spiel. Ich werde versuchen, wirklich... mein Aim zu verbessern und wirklich zu rasieren. Ich versuch's wirklich. Ich gebe mein Bestes, okay? Oh. Oh, okay, CL500 geholt. Wichtig und richtig. Okay, nice, nice, nice. Nice, 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 wichtig und... Oh, das war mein Team. 3, 2, 1. Nice, wichtig und richtig. Nein, da kommt noch einer. Nice, oh mein Gott, jetzt dreh ich auf. Oh mein Gott, jetzt dreh ich auf. Jetzt dreh ich auf, jetzt bin ich Immortal. Oh mein Gott, jetzt zerstöre ich alles. Ja, Krampf, ich hab Krampf in der Hand. So, also wirklich, verzeiht mir, Gerber. Die sieht doch null aus wie ein Mensch. Chef, jemand sieht jetzt dieses Video oder dieses TikTok, was ich daraus machen werde. Und dann sieht eine genauso aus. Ey, sorry. Most kills denied. Was heißt denied? Okay, Fazit nach der zweiten Runde. Ich bin immer noch kacke. Patrol your mom. Okay, ich kann die Motto-Imitation immer noch nicht. Okay, jetzt pushy. Pushy, wichtig und richtig. Push, habe ich geholt. Seht ihr? Okay, ich bleib mir in der Stellung. Ich möchte gewinnen und ich möchte gut spielen. Bradakos holt mich. Wieso lese ich eigentlich jedes Mal die Namen vor, wenn mich jemand holt? What the fuck, was ist das für ein Tick? Oh ja, die spawnt bei mir. Ja, Hilfe. Eins in den Chat, wenn ich es jetzt schaffe. Eins in den Chat und ich schaff's.
Ihr habt nicht eins in den Chat geschrieben, Mann! Leute, nicht vergessen, gell? Ich spiele auf dem PC. Nicht vergessen, es ist immer noch PC, Maus und Tastatur. Leute, denkt dran, ich bin mit Controller besser. Mit Controller. Die sollte Controller sagen. Ey, ich spiele auch auf Controller. Ja, ich spiele auch auf Controller. Der Dialog hat keinen Sinn gemacht. Okay, Panzerplatten rein. Weil ich die Panzerplatten reinstecke, ihr wisst dann, was es heißt. Wir pushen. Bam. Easy peasy, lemon squeezy. Easy peasy. Ja, also man muss schon sagen, dieses Auto-Aim da, dieses Hilfe da auf den Controller, das ist schon krass. Ja, Junge, Wings, du bist der Beste. Jeder, der TTV im Clan-Tick hat, ist einfach ein Bastard. Jeder ist spielt so. Das ist fucking cringe. Wenn ihr TTV im Clan-Tick hat, löscht sofort raus. Holy shit. Stellt euch mal vor, der streamt gerade und er zeigt seinen Zuschauern solche Scheiße. Er zeigt einfach die ganze Zeit, wie er campt. Alter, krasser Streamer, Bro. Du wirst es reißen. Zum Schluss ist einer, der so eine 500.000 Follower hat und einfach der krasseste der Twitch-Streamer der Welt ist. Ja, Mann, komm, bitte hoste mich. Bitte helf mir, reich zu werden. Ich werde auch bei dir los. Wir kommen jetzt, Fokus, Leute. Wir sind noch am Gewinnen, aber es kann sich ganz schnell ändern. Okay. Da ist einer. Nein, die wissen, wo ich bin, Mann. Aber Leute, denkt dran, YouTube-Videos zu machen ist wie ein kleines Tagebuch. Ich werde in ein Jahr zurückschauen und dann sehen, Alter, wie scheiße war ich bitte? Und bei mir wird es höchstwahrscheinlich so sein, dass ich in 2 Jahren genauso scheiße bin. Für den Joker habe ich gerade nicht hingeschaut, deswegen habe ich gerade so schlecht gamed. Oh mein Gott, ich bin geblendet. Vergasung, hier alles. Guck mal, guckt euch diesen Typen an. Guckt euch diesen Typen an. Er hat TTV im Clan-Tag und er spielt so. Bro, falls du ein Deutscher bist, lösch dich. Da ist er wieder. Der ist er wieder. Guckt euch an. Guckt ihn euch an. Oh mein Gott, ich krieg Aggressionen. Oh, den haben wir gerade umgebracht. Bitte nochmal. Spawn bitte hier nochmal. Ich will ihn nochmal töten. Gott, Junge, wie viel Gas ist hier bitte? Ja, Junge, nimm mal ein bisschen Zweiter Weltkrieg nicht so ernst. Da ist er wieder. Wenigstens G4. Ich google den Bastard. Bitte sag nicht, dass du viele Follower hast. Bitte. Oh mein Gott, er hat sogar gerade 3 Zuschauer. Oh mein Gott, ich kotze. 124 Follower. Den topp ich ja. Easy peasy. Ich will sein Gesicht sehen. Guckt ihn euch an. Guckt euch den Typen an. Do you have fun playing like that? Antworte vorher nach. Guck mal, wir spielen so. Junge, ich werde das Video nicht beenden, bis er darauf reagiert hat. Oh mein Gott. Er spielt sogar auf Serious, nicht mal aus Spaß. Guck mal sein Gesicht an. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, okay, er schaut in den Chat. Ich glaube, er kann kein Englisch. Ja, Mann. Ich hab die Killcam bei ihm. Das bin ich. Das Video lasst geliken, aber da schaut gerne auf Twitch, weil es mich jeden Montag noch hat. 6 bis das war Spanisch und heißt abonniert jetzt, liked. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. I'm all in. Brody on the line, I'm tapping in. Got out here pulling the strings for me. A girl on the line, she feeling me. Preoccupied by the motivation. Put in the time, pay the entry fee. Bro on the right, yeah, he kinda nice. Inside of my mind, what's real is me. Achso, by the way, man hat die ganze Zeit mein Gesicht nicht gesehen. Also, ich werde mich jetzt wahrscheinlich dann im Editing darüber aufregen, weil man meine Kamera die ganze Zeit nicht gesehen hat. Sorry, Theo. Aus der Zukunft. In der Zukunft.